Moin da draußen, ich bin's Chris, aka Board Game Panther. Und ich habe mal wieder eine Rezension für euch. Ich habe mir wieder ein Spiel, ein neues Spiel vorgenommen im Zuge der Spiel Digital, was jetzt gerade rausgekommen ist. Und ja, vielen Dank nochmal auch an Cosmos, die haben mir ein Rezensionsexemplar dazu zur Verfügung gestellt. Und es geht um Anno 1800. Anno 1800 ist quasi ein neuer Martin Wallace und das Spiel ist ja angelehnt an das Computerspiel Anno 1800 und da ich auch sehr, sehr viele Stunden schon in das Computerspiel gesteckt habe, hatte ich mich auch sehr, sehr darauf gefreut, das Brettspiel einmal ausprobieren zu können. Und ich habe es jetzt ja ein paar Mal gespielt und kann, glaube ich, relativ ja einigermaßen gut einschätzen, ob das gut ist oder eher nicht so gut. Und ja, das Spiel ist erstmal für 2 bis 4 Spieler, steht ab 12 soll es sein auf der Packung, aber ich glaube, jeder, der ja so ein bisschen so eine Art Produktionskettenprinzip versteht, der kann das halt spielen, auch wenn man ein bisschen jünger ist, würde ich sagen. Spieldauer 120 Minuten, ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie sehr man sich das Hirn zermartern möchte, aber es kommt schon einigermaßen ganz gut hin, zumindest wenn man zu zweit oder zu dritt spielt. Ja, ich würde einmal kurz über die Regeln gehen. Ich habe einen kleinen Regelüberblick vorbereitet, damit ihr auch einigermaßen schnell losspielen könnt, wenn ihr euch das Spiel besorgt. Außerdem könnt ihr dann auch ein bisschen besser verfolgen, was ich so im Fazit sage. Dann könnt ihr das ein bisschen besser nachvollziehen, wenn ihr einmal auch schon den Spielablauf kennt. Kennt ihr ja aus meinen anderen Rezensionen. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Fazit. So, ich habe das Spiel hier einmal für 2 Spieler aufgebaut. Wir haben in der Mitte ein großes Tableau, was uns ja die ganzen Industrien gibt, die es quasi hier in Anno zu bauen gibt. Wir haben hier einen Stapel jeweils für verschiedene ja, Bevölkerungsschichten, verschiedene Personen dieser Bevölkerungsschichten. Wir haben hier so einen Expeditionsstapel. Es gibt hier so einen Stapel von alten Weltinseln, die man neu entdecken kann und neue Weltinseln. Es gibt hier einen Marker, ein Siegpunktmarker für den Spieler, der quasi das Spielende eindeutet. Wir haben hier Würfel, die die unterschiedlichen Bevölkerungsschichten repräsentieren. Wir haben Gold als Ressource. Wir haben so Handelsplättchen, Marineplättchen bzw. Entdeckungsplättchen. Handelsplättchen und Entdeckungsplättchen sind beides Marineplättchen. Das heißt, die sind nur für Schiffe. Und wir haben hier noch so ja, Siegpunktkarten bzw. Ja, so einmalige Aktionskarten, die man im Spiel benutzen kann. Außerdem bekommt jeder Spieler hier so ein Tableau, auf dem seine ja, Bevölkerung bzw. seine Insel, bebaute Insel sozusagen repräsentiert wird. Also er hat hier die verschiedenen Wohnhäuser, in denen die verschiedenen Bevölkerungsschichten leben. Wir haben hier Farmer, normale Bauarbeiter. Wir haben hier Ingenieure, Architekten und Investoren, die dann in den verschiedenen Vierteln leben. Und wir haben auf seiner Insel schon vorgegeben ein paar Industrien, die ja von den verschiedenen Bevölkerungsschichten bzw. Arbeitern dann besetzt werden können, um Ressourcen zu produzieren. Außerdem haben wir hier an der Küste schon eine Werft und wir haben hier 3 Schiffe, auf denen dann auch schon einige Marineplättchen liegen. Für jeden Würfel, den der Spieler hier hat, das heißt eigentlich für jeden Arbeiter, bekommt der Spieler eine entsprechende Personenkarte. Das sind dann so, ja, sind Personen abgebildet, dessen Bedürfnisse hier befriedigt werden sollen und die bringen dann einen Bonus und auch nochmal Siegpunkte. Da komme ich aber gleich dann nochmal genauer zu. Das Spiel läuft dann folgendermaßen ab. Jeder Spieler kann in seinem Zug genau eine Aktion machen. Außerdem kann er noch ja, eine Zusatzaktion machen, beziehungsweise eine Schichtende freie Aktion. Und oder er kann eine freie Aktion machen, indem er eine von seinen vorher ausgespielten Karten benutzt. Ich würde einmal ganz kurz auf ja, das Produktions- und Handelsprinzip eingehen, bevor wir dann auf die jeweiligen Aktionsmöglichkeiten eingehen. In Anno 1800 wird immer genau das produziert, was man in dem Moment benötigt. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, irgendwelche Ressourcen außer Gold ja, aufzubewahren oder zu storen.
Denn es ist so, wenn hier etwas benötigt wird, und zwar zum Beispiel eine Industrie, sagen wir mal, der Spieler möchte irgendwie, das braucht Ressourcen, um hier eine Industrie zu bauen, dann funktioniert es nicht so, dass er aus seinem Vorrat irgendwelche Ressourcen ausgibt, sondern hier in diesem Fall zum Beispiel bräuchte er Kohle und ein Schwein. Und dann schickt er einfach seine Arbeiter, die er hier in diesen Vierteln hat, um Kohle und Schweine zu besorgen. Das heißt, er würde jetzt hier dementsprechend, wie jetzt die Farbe dieser Arbeitsplätze auf seinem Tableau hinterlegt sind, einen grünen Würfel hier auf die Schweine setzen. Und er hat hier auch ein rotes Kohlefeld. Das heißt, er kann einen roten Arbeiter schicken, ja, um Kohle abzubauen. Und dann hat er in diesem Moment genau diese beiden Ressourcen und kann dann als Aktion hier diese Industrie bauen. Alternativ zur Produktion können Spieler auch Ressourcen handeln. Das heißt, wenn ein anderer Spieler am Tisch eine Ressource produziert, kann man als eigener Spieler eine solche Ressource sich erhandeln, ohne selbst Arbeiter dafür einsetzen zu müssen. Im Beispiel jetzt von unserer Wurstindustrie wäre das dann so, dass, sagen wir mal, der andere, ja, der produziert ja auch hier Schweine. Und sagen wir mal, er hat hier schon zwei grüne Würfel liegen, das heißt, er hat keinen freien Arbeitsplatz, möchte aber trotzdem irgendwie Schweine produzieren, beziehungsweise er braucht die Schweine, um diese Wurstindustrie zu machen. Dann kann er sich bei dem anderen Spieler die Schweine erhandeln, in dem Moment, wo er sie braucht. Das funktioniert so, dass er hier auf seinen Schiffen die liegenden Marineplättchen, und zwar in diesem Fall die Handelsplättchen, das sind diese auf den Handelsschiffen, ausgeben kann. Je nachdem, was für Arbeiter in der Industrie des gegnerischen Spielers arbeiten oder in dieser Industrie, für die er die Ressourcen benötigt, ja, arbeiten, kann er unterschiedlich viele Handelsplättchen ausgeben, um die Ressource, ja, sich zu nehmen. In dem Fall von den Schweinen ist es so, dass der andere Spieler auch ja natürlich grüne Arbeiter benötigt und um eine grüne Ressource zu handeln, benötigt er ein Handelsplättchen. Bei einer blauen Ressource wären das auch ein Handelsplättchen, bei einer roten wären es zwei Handelsplättchen und bei einer lilanen Industrie wären das drei Handelsplättchen. Das heißt, in diesem Fall würde der Spieler hier einfach ein Marineplättchen von einem seiner Handelsschiffe, ja, erschöpfen und hat in diesem Moment die Ressource gehandelt und kann dann auch hier diese Wurstindustrie bauen. Jedes Mal, wenn ein Spieler eine Ressource handelt, bekommt der Spieler, dessen Ressource gehandelt wurde, ein Gold aus dem Vorrat. Wozu das Gold dann, ja, benötigt wird, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Das heißt, jetzt haben wir das Prinzip der Produktion und des Handels, ja, abgedeckt. Nochmal ein kleiner Zusatz zum Handel. Es darf immer nur eine Ressource pro Zug gehandelt werden, beziehungsweise es darf immer nur nicht eine Ressource, sondern es darf immer die eine Ressource nur einmal gehandelt werden. Das heißt, man kann ruhig zwei unterschiedliche Ressourcen sich erhandeln, aber man darf die eine und dieselbe Ressource im gleichen Zug nicht zweimal erhandeln. Nun ist es ja so, dass wenn man hier Arbeiter zur Produktion einsetzt auf seinem Tableau für die bestimmten Industrien, diese natürlich hier erstmal bleiben und dann auch Plätze besetzen. Es gibt insgesamt zwei Möglichkeiten, um Arbeiter wieder zurück in seine Viertel zu bekommen, um entweder Arbeitsplätze freizumachen oder quasi die Arbeiter für eine andere Industrie zur Verfügung zu haben. Und das eine ist nämlich der Einsatz von Gold. Man kann in seinem Zug zu jeder Zeit ein Schichtende einläuten, was bedeutet, dass man irgendwelche Arbeiter, die hier auf Arbeitsplätzen sind oder auch in dem Erschöpftbereich, da gibt es auch Arbeiter, die dort ab und zu, ja, sitzen, man kann jetzt diese Arbeiter zurückholen, indem man Gold bezahlt in seinem Zug. Je nachdem, welcher Arbeiter das ist, nämlich der grüne kostet ein Gold, der blaue zwei Gold, ein roter kostet drei Gold und ein lilaner kostet vier Gold. Ein Türkiser kostet 5 Gold, sind die Kosten halt unterschiedlich für das Zurückholen der einzelnen Arbeiter. Das waren quasi so die drei Grundprinzipien, die man einigermaßen verstehen muss, um jetzt auf die Aktion ja, einzugehen und dann ein bisschen besser zu verstehen, was die einzelnen Aktionen eigentlich machen oder was sie bringen.
Die erste Aktion, die ein Spieler machen kann, ist eigentlich das Offensichtlichste. Es ist das Ausbauen, beziehungsweise ist das Bauen von neuen Industrien. Hier auf dem Board liegen ja eine Vielzahl von verschiedenen Industrien. Man sieht immer, hier oben im lilanen Bereich sind immer die Kosten angegeben. Das sind halt immer entweder andere Güter oder Industrien oder es ist eine bestimmte Arbeiterfarbe. Die Kosten für eine Arbeiterfarbe, das ist dann einfach so, man braucht oder man benötigt einen Arbeiter dieser Farbe in seinen Vierteln und muss diesen dann erschöpfen. In dem Moment, wo man die Industrie bauen möchte. Genauso verhält es sich halt mit den einzelnen Gütern. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Industrie bauen möchte, das hatte ich ja eben schon einigermaßen erklärt, benötige ich diese Ressourcen und das heißt, in dem Moment setze ich meine Arbeiter irgendwie so hin, dass ich entweder diese Ressourcen produziere oder ich gebe Handelsplättchen aus, um quasi diese benötigten Ressourcen in dem Moment von meinem Mitspieler zu erhandeln. Es gibt hier auf der linken Seite, das fängt hier an mit sehr einfachen Industrien, dann geht das hier rüber über so mittlere Industrien bis hin zu Fertigprodukten. Wir haben hier auch Luxusgüter. Wir haben hier so Industrien bzw. ja, Produkte, die nur mit Rohstoffen aus der neuen Welt gehandelt werden können. Das heißt, am Anfang des Spiels sind diese Rohstoffe noch nicht vorhanden und man muss diese erst entdecken auf einer neuen Insel. Hier rechts haben wir oben drei verschiedene Werften, die jeweils ein unterschiedliches Level haben. Und wir haben hier Handelsschiffe in den drei Leveln. Wir haben hier Entdeckungsschiffe in den drei Leveln und hier nochmal so sehr ausgebaute spezielle Industrien. Wenn man eine Industrie baut in seinem Zug, darf man genau eine Industrie bauen oder man darf eine Werft bauen oder man darf so viele Schiffe bauen, wie man Werften hat. Dabei ist natürlich zu beachten, dass man in einer Level 3 Werft natürlich Level 1, Level 2 und Level 3 Schiffe bauen darf. Man darf aber natürlich nicht in einer Level 1 Werft ein Level 3 oder ein Level 2 Schiff bauen. Das heißt, habe ich zum Beispiel eine Level 2 Werft und eine Level 3 Werft, dürfte ich ein Level 3 Schiff und ein Level 2 Schiff gleichzeitig bauen in meinem Zug. Wichtig ist auch nochmal zu wissen, wo man welche Gebäude bauen darf. Es ist so, dass man Schiffe natürlich nur hier in seinen Wasserfeldern bauen darf. Werften darf man nur auf der Küste bauen und jede andere Industrie darf auf seiner normalen Inselteil gebaut werden und oder an der Küste. Außerdem ist es so, dass man im Normalfall jede Industrie nur einmal haben darf. Das heißt, baut man sich eine Industrie, die bereits vorhanden ist, wie zum Beispiel hier die Steine. Denn die Steine hier, die man hier bauen kann, die funktionieren sozusagen mit einer anderen Bevölkerungsschicht. Das heißt, hier arbeiten andere Leute drin als die Steine, die man von Anfang an auf seinem Tableau hat. Hier im Gegensatz zu Rot würden hier nur blaue Arbeiter drin arbeiten können und wenn man diese Industrie baut, muss man seine bereits vorhandene Industrie überbauen. Es gibt Ausnahmefälle, in denen man eine Industrie doppelt haben kann, wenn diese vorgedruckt auf einer neuen Insel ist oder auf einem neuen Inselteil. Außerdem kann man ja jede Industrie überbauen. Das heißt, man darf jederzeit ein Industrieplättchen auf ein entweder vorgedrucktes oder auf ein anderes Industrieplättchen legen. Sollte man eine Industrie auf ein anderes schon gebautes Industrieplättchen legen, kommt dieses wieder zurück aufs Board. Die nächste Aktionsmöglichkeit ist das Ausspielen und Aktivieren von Bevölkerungskarten. Es gibt ja Bevölkerungskarten, die von Anfang an auf der Hand sind. Das sind diese hier. Das ist ja pro Würfel hat man so eine Bevölkerungskarte. Und auch hier ist es so, dass die Bevölkerungskarten, ja sozusagen die Bevölkerung möchte, dass die Bedürfnisse befriedigt werden. Und dort sind dann hier oben wieder im lila Bereich Kosten angegeben, die man in dem Moment haben muss. Also Industrien oder halt Produkte, die man in dem Moment haben muss. Und hier unten sind dann Siegpunkte angegeben, die man ja am Spielende bekommt. Und außerdem haben wir hier einen Bonus, der dann sozusagen aktiviert werden kann, wenn man diese Karte ausspielt. Man kann allerdings die Karteneffekte, die ja einmalig sind, auch wann anders einsetzen. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier diese Karte ausspiele, kann ich sie erstmal offen vor mir hinlegen und sagen, ich möchte sie noch gar nicht aktivieren, denn das Aktivieren ist ein freier Zug. Irgendwann in meinem Zug
In einem anderen Zug kann ich dann sagen, so, ich möchte diese Karte jetzt aktivieren. In diesem Fall wäre das zum Beispiel, ich bekomme einen lila Arbeiter. Dann würde ich sagen, ich drehe die jetzt um. Ich habe die aktiviert. Dann weiß ich, dass ich sie aktiviert habe, weil sie umgedreht ist. Ich nehme mir einen neuen lila Arbeiter und ich nehme mir dann eine entsprechende Karte noch für diesen neuen lila Arbeiter. Da man immer, wenn man neue Arbeiter bekommt, auch die entsprechende Bevölkerungskarte einmal nehmen muss. Es gibt bei dem Spiel kein Handkartenlimit. Das Einzige, was halt zu beachten ist, dass das Spielende eingeläutet wird, sobald ein Spieler keine Karten mehr auf der Hand hat. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich unendlich viele Arbeiter zu holen durch die Karten, weil man dort halt immer wieder Karten dazu bekommt und seine Karten dann im Laufe des Spiels nicht rechtzeitig los wird. Das heißt, man muss halt auch so ein bisschen die Balance finden zwischen, ich kaufe mir Arbeiter oder ich baue Industrien, beziehungsweise es gibt noch einen Mechanismus, auf den ich gleich noch einmal drauf zu sprechen komme, das ist das Upgraden von Arbeitern. Ähnlich wie bei dieser Karte gibt es noch einen zweiten Weg, an neue Arbeiter zu kommen. Man kann sich nämlich bis zu drei Arbeiter in seinem eigenen Zug kaufen, beziehungsweise ja neu auf die Insel holen, in die Stadt holen. Das funktioniert eigentlich einfach so, dass man sich ja die entsprechenden Würfel aus der Auslage nimmt und dann die entsprechenden Kosten, die hier über den einzelnen Bevölkerungsschichten angegeben sind, zahlt. Das heißt, wenn ich jetzt einen grünen Arbeiter mir einkaufen wollen würde, würde ich ein Holz bezahlen in dem Moment. Das heißt, in dem Moment, wo ich das machen möchte, muss ich genauso wie bei diesen anderen Sachen auch wieder ein Holz produzieren. Das heißt, ich könnte hier einen grünen Würfel hinlegen, Holz zu produzieren und sagen, okay, ich nehme jetzt einen grünen. Natürlich muss ich dann wieder entsprechend die Bevölkerungskarten der Würfel, die ich dazu bekomme, nehmen. Außerdem können meine Arbeiter aufsteigen, denn im Laufe des Spiels werden die Industrien ja immer ja höherwertiger. Das heißt, irgendwann benötige ich eigentlich meine Grundindustrien wie Schwein, Wolle, Kartoffeln, Weizen etc. nicht mehr. Das heißt, ich benötige eigentlich auch meine grünen Arbeiter nicht mehr. Und da ich nicht einfach nur mehr Karten auf der Hand haben will, sondern meine vorhandenen Karten sozusagen ja einigermaßen ja gleich halten will und ich meine Arbeiter ja auch einsetzen möchte und sie nicht immer nur dumm rumstehen lassen möchte, kann ich diese aufwerten. Das heißt, ich mache eine Aufwertung der Bevölkerung und wandle zum Beispiel kann die grünen Arbeiter in blaue um, die blaue in rote, die rote in lilane und die lilanen in türkise. Das kostet natürlich wieder und ich kann bis zu drei Arbeiter oder beziehungsweise bis zu drei Aufwertungen pro Zug vornehmen. Das heißt, ich könnte hier diesen grünen Arbeiter für die Kosten, die hier immer dazwischen stehen, das ist in diesem Fall ein Stein, könnte ich in einen blauen Würfel umwandeln. Danach könnte ich den blauen Würfel in einen roten umwandeln. Da müsste ich Kisten und Steine für zahlen und den roten in lilanen. Das kostet mich hier einen Stahl und ein Fenster und so weiter und so fort. So kann man halt die Arbeiter ja verändern in ihrer Farbe. Dabei nimmt man dann nämlich keine neuen Karten, sondern man hat einfach nur ja, die Würfelfarbe verändert. Man kann auch Arbeiter aufwerten, die bereits auf solchen Arbeitsplätzen liegen. Dann wird das Zurückholen natürlich im Endeffekt ein bisschen teurer, wenn ich jetzt den, ja, weiß nicht, ich habe hier irgendwie einen blauen stehen und den werte ich jetzt auf in einen roten, sagen wir mal. Und wenn ich den dann irgendwann zurückholen wollen würde mit diesem Schichtende, dann würde mich das nicht mehr 2 Gold, sondern 3 Gold kosten, um den hier wieder reinzulegen. Eine weitere Aktion ist das Entdecken neuer Inselteile. Das heißt, ich brauche ja auch teilweise einfach ein bisschen mehr Platz, wenn ich nicht meine ganzen vorhandenen Industrien einfach immer überbauen möchte. Und dann kann ich ja pro schon entdecktes neues Inselteil eine bestimmte Anzahl von Entdeckungsplättchen erschöpfen. Mein erstes neues Inselteil kostet 1. Mein zweites 2, mein drittes 3, mein viertes 4. Dabei muss man unterscheiden, ob man eine alte Welt erkundet, das heißt einfach nur ein neues Inselteil seiner vorhandenen Insel, oder ob man tatsächlich in die neue Welt reist, wo etwas exotischere, ja, Ressourcen vorhanden sind. Wenn ich in eine alte Welt, wenn ich eine neue, also eine alte Welt, ein neues Inselteil entdecke, zahle ich die entsprechenden Marineplättchen, nehme mir das oberste vom Stapel und lege es hier unten an. Dabei sind immer irgendwelche Boni auf den Inselteilen vorhanden. Das heißt, immer entweder eine neue Industrie oder hier in diesem Fall ein neues Schiff oder man bekommt Arbeiter dazu etc. und man hat dann halt mehr Platz zum Bebauen. Sollte man ein neues Inselteil nehmen,
Das ist so eins. Da zahlt man auch wieder die entsprechenden Kosten fürs erste eins, fürs zweite zwei, fürs dritte drei. Das ist quasi eine neue Welt. Dann nimmt man das auch wieder vom obersten Stapel. Das oberste vom verdeckten Stapel. Und hier sehen wir dann etwas ja, exotischere Grundressourcen, die dann dazu da sind, um ja, einige Industrien wie zum Beispiel Schokolade oder Zigarren etc. herzustellen. Wichtig ist, dass diese Industrien hier aus der neuen Welt, die können von anderen Spielern nicht gehandelt werden. Die können nur von einem selber gehandelt werden. Das heißt, diese produziert man auch nicht mit Arbeitern, sondern diese besorgt man sich in dem Moment, wo man sie braucht, durch Handelsplättchen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, das eigene Schiff, Handelsschiff fährt halt immer zwischen der neuen Weltinsel und der alten Weltinsel hin und her und besorgt diese Ressourcen. Außerdem muss man in dem Moment, wo man hier eine neue Weltinsel erkundet, drei Personenkarten der neuen Welt ziehen. Das heißt, man hat dann wieder drei neue Karten auf der Hand. Maximal dürfen vier neue Weltinseln und vier alte Weltinseln erschlossen werden. Ein fünftes zusätzliches Plättchen ist nicht erlaubt. Eine weitere Aktionsmöglichkeit im Zug ist das Nehmen von Expeditionskarten. Wir haben hier einen Stapel von Expeditionskarten und in seinem Zug kann man zwei Entdeckungsplättchen ausgeben, um drei von diesen Expeditionskarten zu ziehen. Diese Expeditionskarten zählen nicht zu den normalen Handkarten dazu. Sie werden dann als verdeckter Stapel quasi neben sich hingelegt und haben dann für das Spielende eine Bedeutung. Denn man bekommt am Ende pro Expeditionskarte, auf denen man Arbeiter platzieren kann, Punkte. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel drei Expeditionskarten. Jede Expeditionskarte zeigt immer ein Tier. Das heißt, das sind sozusagen so das repräsentativ für einen Zoo. Und wir haben hier immer ein Artefakt, repräsentativ für ein Museum. Und man möchte jetzt genug Besucher für diesen Zoo und für dieses Museum haben. Und am Ende des Spiels stellt man dann die entsprechende Arbeiterfarbe, die man in seinem Vorrat hat, also entweder auf der Schöpfseite, in seinem Vierteln oder auf irgendwelchen Arbeitsplätzen, stellt man dann jeweils hier drauf und bekommt dann die angegebenen Siegpunkte dafür. Das heißt, man möchte während des Spiels halt auch darauf achten, dass man ja ungefähr seine Verteilung der Arbeiter auf in seiner Stadt ungefähr irgendwie so hinbekommt, dass man hier auch alle Expeditionskarten ja bedienen kann. Eine weitere Möglichkeit, die man im Spiel hat, ist es, drei seiner Handkarten zu tauschen. Man kann sozusagen sich drei Handkarten aussuchen, einer bestimmten ja, Bevölkerungsschicht, also hier so eine blau-grüne zum Beispiel oder auch so eine neue Weltbevölkerungskarte oder auch von den Ingenieurkarten und darf dann bis zu drei Karten austauschen. Man legt dann seine vorhandenen, also seine Handkarten unter den jeweiligen Stapel und zieht dann jeweils die entsprechende Handkarte neu. Eine weitere Aktion ist das Stadtfest feiern. Und dies ist eigentlich auch die einzige Aktionsmöglichkeit, um seine Schiffe wieder zurückzuholen. Das heißt, um seine ja, erschöpften Plättchen hier auf seinen Schiffen wieder auf die Schiffe zu kriegen, um sie erneut benutzen zu können. Außerdem ist es eine ja, tolle Möglichkeit, um seine ganzen Arbeiter auch wieder in die Stadtviertel zu holen oder aus dem Erschöpftbereich wieder in seine Stadtviertel zu holen, um Industriearbeitsplätze wieder frei zu machen und die Arbeiter wieder zur Verfügung zu haben, ohne Gold zu zahlen. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine passende Aktion, in der ich alle meine Arbeiter und alle meine Plättchen zurückbekomme. Wenn ich ja, ein Stadtfest feiere, kommen alle meine Arbeiter aus dem Erschöpftbereich und aus den Industrien wieder auf ihre Stadtviertel und der nächste Spieler ist am Zug und ich kann dann bei meinem nächsten Zug wieder aus dem Vollen schöpfen. Was auch möglich ist, und das ist dann nur in manchen Spielen möglich, man kann noch als freie Aktion eine freie Aktion dieser Wertungskarten benutzen. Es gibt eine Reihe von Spielwertungskarten am Spielende, die man, wofür man dann sozusagen Siegpunkte bekommt. Da werden immer fünf Stück ausgelegt, zufällig. Und es kann halt sein, dass da dann auch so Aktionskarten dabei sind, wie zum Beispiel hier bei diesen kann man als freie Aktion drei Marineplättchen, drei Entdeckungsplättchen und drei Gold ausgeben, um dann eine weitere Aktion durchzuführen. Das ist dann einfach eine freie Aktion, die man jederzeit machen kann. Ansonsten sind die Karten ja hauptsächlich
dafür da, am Ende nochmal Siegpunkte zu kriegen. Das ist dann sowas wie, je nachdem, welche Industrien man hat, kriegt man für eine bestimmte Art von Industrie immer Punkte. Oder hier zum Beispiel bringt jedes besuchte Artefakt auf diesen Expeditionskarten nochmal plus einen Punkt. Das ist dann fürs Spielende sozusagen wichtig. Wenn ein Spieler ja seine Handkarten komplett abgelegt hat, wird das Spielende eingeläutet und dann wird noch eine komplette weitere Runde gespielt. Der Spieler, der als erstes seine Handkarten abgelegt hat, der bekommt hier nochmal 7 Siegpunkte, was hier durch das Feuerwerksplättchen repräsentiert wird. Dann wird noch eine komplette Runde gespielt und dann werden die Punkte zusammengezählt. Das setzt sich zusammen aus den Spielendwertungskarten, aus den Siegpunktkarten der einzelnen Personen, aus den Siegpunkten der einzelnen Personenkarten, die man ja abgelegt hat im Laufe des Spieles. Man bekommt noch Punkte für jeweils 3 Gold, was man noch in seinem Vorrat hat, denn Gold ist ja die einzige Ressource, die man auch speichern kann. Und dann hat der Spieler mit den meisten Punkten am Ende gewonnen. Zusätzlich natürlich noch die Expeditionskarten, die hatte ich noch vergessen. Da sind natürlich auch nochmal Siegpunkte drauf, die man einmal zusammenzählen muss. So, da sind wir wieder. Bevor ich auf das Fazit oder darauf eingehe, wie ich das Spiel finde, würde ich ganz gern nochmal kurz Bezug nehmen parallel zum Computerspiel. Also, ich hatte ja schon anfangs gesagt, ich habe schon relativ viele Stunden auch ins Computerspiel gesteckt und hatte dann halt auch gehofft, dass das Brettspiel einigermaßen ähnlich wird. Und tatsächlich ist es einfach wirklich sehr, sehr nah am Computerspiel. Natürlich gibt es beim PC-Spiel immer ja natürlich viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Interaktion. Man kann einfach ja eine etwas viel breitere, ja viel breiteres Spektrum abbilden insgesamt. Aber ich finde, dass das hier sehr, sehr nah und sehr, sehr gelungen ist, was sie hier umgesetzt haben. Also das fängt bei natürlich dem Artwork an, ne? Also das Artwork ist 1:1 ja umgesetzt aus dem Computerspiel. Die Inselteile, das sind quasi ja Screenshots, würde ich fast sagen. Die ganzen Industrien sind 1:1 umgesetzt. Da gibt es nur diese eine Kistenindustrie, was eigentlich Treibgut in einem Computerspiel ist, aber ja, das ist dann so ein kleines Detail. Das fällt einem eigentlich, glaube ich, auch nur auf, wenn man wirklich viel Zeit im Computerspiel verbracht hat. Ansonsten sind die Symbole einfach wirklich sehr, sehr eindeutig. Es ist auch dieses, ich brauche die Industrie, damit ich die Industrie bauen kann, und dann brauche ich die und die Rohstoffe, die ich dann weiterverarbeite in irgendein Fertigprodukt. Und dann haben meine Bevölkerung hat dann hat bestimmte Bedürfnisse, die ich befriedigen muss. Das ist halt 1:1 umgesetzt. Das findet man sofort wieder. Also ich habe es aufgebaut und wusste halt irgendwie sofort, worum es geht, was ich tue. Und das macht halt total Sinn alles. Das finde ich halt ziemlich, ziemlich gut. Außerdem auch das Prinzip dieser Bevölkerungsschichten und der ja, Entwicklung, das ist hier auch 1:1 mit diesem, ja, mit diesem Symbol zwischen den einzelnen Bevölkerungsschichten. Das ist halt einfach auch 1:1 umgesetzt, das ist das gleiche Symbol und es funktioniert vom Prinzip her dort bei Anno im Computerspiel genauso. Man baut halt seine Leute auf, man baut ganz viele Häuser, da ziehen dann erstmal die Farmer ein und dann versucht man irgendwelche höherwertigen Industrien zu schaffen, um dort Arbeitsplätze zu schaffen. Dann braucht man halt, da muss man die Farmer quasi mit Schnaps befriedigen und dann sind die irgendwann bereit aufzusteigen, ins nächst höhere Level sozusagen zu gehen und dann sind sie dann ja normale Arbeiter und haben dann plötzlich wieder andere Bedürfnisse. Das ist auch wirklich wieder sehr, sehr gut hier abgebildet insgesamt. Ähnlich ist es mit der neuen Welt und der alten Welt. In dem Computerspiel ist es so, ja, man kann halt irgendwann sein Schiff auf Expedition schicken und das entdeckt dann eine neue Welt und dann hat man dort neue Inseln und kann dort sozusagen seine komplette Industrie von null aufbauen mit anderen Ressourcen, mit anderen Industrien etc. Das haben sie hier halt abgebildet, indem man ja seine neue Weltrohstoffe sozusagen hier auch entdeckt und dann mit seinem Handelsplättchen ja zu seiner alten Insel bringt, um dort dann die Industrien aufzubauen. Das funktioniert im Anno 1800 ganz genauso.
Es ist einfach auf einer so abstrahierenden Ebene, es ist einfach wirklich eine richtig, richtig coole 1:1-Umsetzung. Und man merkt halt, dass sie sich da viel, viel Gedanken drüber gemacht haben, auf welches Level sie das abstrahieren können, habe ich das Gefühl. Also ja, man könnte auch die ganzen Industrien irgendwie vielleicht noch weiter abstrahieren und vielleicht könnte man das Ganze auch ein bisschen simpler machen, indem man einfach weniger Industrien nimmt, aber dann ist das Spiel einfach auch nicht so dynamisch. Man hat hier halt die Möglichkeiten, durch die Vielzahl der Industrien irgendwie ja seinen eigenen Weg zu gehen. Man gerade auch dieser Handelsaspekt, dass man ja gar nicht jede Industrie selber bauen muss, sondern dass man sich die auch bei anderen Mitspielern erhandeln kann. Und dann muss man sich überlegen, ist das denn günstiger oder ich habe jetzt sehr, sehr viele gute Industrien. Wenn ich jetzt bei ihm die ganze Zeit handle, dann kann er, weiß ich nicht, kann er sein Fest die ganze Zeit vor sich herschieben. Und da muss man halt so ein bisschen taktieren. Und das gefällt mir sehr, sehr gut vom Komplexitätsgrad der verschiedenen Industrien, die halt ja so zusammenwirken. Da gibt es halt auch ein bisschen wichtigere Industrien und nicht so wichtige Industrien wie zum Beispiel. Ja, das Stahl oder Kohle, das wird eigentlich fast für jede Industrie benutzt und genommen und braucht man als Ressource. Das heißt, das ist vielleicht etwas, was man selber bauen sollte. Wohingegen zum Beispiel sowas wie Seife oder Kaffee oder ja, was weiß ich, also auch so Basisindustrien, die teilweise gar nicht wirklich oft benutzt werden. Also Kartoffeln zum Beispiel. Kartoffeln braucht man nur, um Schnaps herzustellen. Und sobald man Schnaps hat, braucht man die Kartoffeln nicht mehr. Und da geht es dann auch quasi wieder darum, möglichst die Industrien effektiv aufzubauen. Also das heißt, will ich überhaupt, weiß nicht, brauche ich die Kartoffeln? Kann ich die vielleicht sogar überbauen? Macht das vielleicht auch Sinn, um irgendwie Platz zu sparen, um irgendwie einen Zug mehr zu haben, damit ich keine alte Weltinsel mehr entdecken muss, etc. Es gibt so überall so sehr, sehr viele Optimierungsmöglichkeiten, habe ich das Gefühl. Und das, obwohl das Spiel einfach schon wirklich, wirklich abstrahiert ist, wenn man das mit dem Computerspiel vergleicht. Dann, ja, auch ein netter Aspekt, finde ich, ist einfach dieses, man weiß gar nicht so genau, wo man steht. Also ich hatte immer das Gefühl, während der Spiele, es waren jetzt einige, die ich gespielt habe, dass ich dachte immer, es lief eigentlich ganz gut und habe das auch so für mich hingespielt und dachte, es ist super effektiv, was ich hier tue. Und im Endeffekt habe ich dann am Ende festgestellt, oh, ist gar nicht so effektiv gewesen, jemand anders war noch effektiver. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut bei dem Spiel, weil man merkt gar nicht, falls man abgehängt wird und man merkt gar nicht so richtig, dass das schlecht ist, was man tut, sondern weil das Spiel bestraft einen halt nicht. Man kann eigentlich jederzeit irgendwas machen. Die Frage ist dann halt, ob das effektiv ist oder nicht. Man hat irgendwie noch nicht so ein direktes Feedback davon. Das heißt, ich sehe halt auch nicht, ob das, was mein Gegner macht, unfassbar effektiv ist oder nicht. Natürlich kann man die Karten zählen, die da ausgespielt werden, so einigermaßen. Man kann so ein bisschen gucken, spielt er jetzt irgendwie andauernd diese Nochmal-Aktion oder spielt er irgendwelche tollen, effektiven Karten? Wie viele Arbeiter hat mein Gegner eigentlich? Wie viele Arbeiter habe ich eigentlich? Wie viele Expeditionskarten habe ich etc.? Natürlich kann man das so ein bisschen abschätzen, wenn man sehr genau darauf achtet, was der Gegner macht und was man selber hat und etc. pp. Aber insgesamt fühlt es sich einfach wirklich immer gut an, was man macht. Und erst am Ende stellt man dann fest, und das können teilweise auch Nuancen sein, weil halt eine Karte schon alleine 8 Punkte gibt. Das ist dann tatsächlich vielleicht eine Aktion. Und ja, das sind dann am Ende Nuancen, die darüber entscheiden, wer gewinnt. Zumindest war das in den Partien, die ich bisher gespielt habe, so. Und dieses, dass man nicht merkt, dass man abgehängt ist oder dass man einfach schlechter spielt als die anderen, das empfinde ich als sehr, sehr angenehm, weil es einfach dann die komplette Partie Spaß macht und man nicht bei der Hälfte schon merkt, ja, okay, es wird eh nichts mehr und es ist alles Müll, was ich gemacht habe. Und ja. Ganz interessant finde ich auch diesen Kartenmechanismus. Es ist ja so, dass das Spielende eingeläutet wird, wenn man ja keine Karten mehr auf der Hand hat oder wenn ein Spieler keine Karten mehr auf der Hand hat.
Und ja, am Anfang, gerade am Anfang des Spiels, man hat schon startet ja mit, ja, es sind glaube ich 9 Karten, 4, 3 und 2, 7, 8, 9, genau 9 Karten. Und man bekommt halt ständig neue Karten dazu, weil man natürlich auch am Anfang gerade neue Arbeiter bekommen möchte. Man kauft sich entweder Arbeiter oder man spielt Karten aus, die einem Arbeiter bringen. Oder man entdeckt die neue Welt, die einem auch nochmal 3 Arbeiter bringen, beziehungsweise 3 Bevölkerungskarten. Und gerade dieser Aufbau, man denkt dann irgendwann, boah, ich habe jetzt so viele Karten auf der Hand. Gerade am Anfang dachte ich so, ich habe jetzt schon 5 Karten ausgespielt, das ist ja ziemlich cool. Und am Ende sind es dann irgendwie doch 30 gewesen. Und ich finde es halt super interessant, weil es halt irgendwann so kippt. Also es nimmt halt immer so, ja, weiß nicht, ob es exponentiell ist oder linear oder wie auch immer, es nimmt auf jeden Fall zu. Und irgendwann ist aber so dieser Berg erreicht, wo man dann plötzlich anfängt, seine Karten runterzuspielen, weil man auch gar keine neuen Arbeiter mehr benötigt, man eigentlich teilweise auch Karten, wodurch man neue Arbeiter bekommen würde, ja ablegt, indem man bestimmte andere Karten ausspielt. Und dann ist es so ein kleines Wettrennen, wer als erstes ja, das Spiel beendet. Ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, wenn gerade bei Spielen, wo man das Spielende herbeiführen kann, muss man ja eigentlich immer genau oder einigermaßen wissen, ob man vorne liegt oder nicht. Und das so, das beißt sich vielleicht ein bisschen mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich das ganz gut finde, dass man eigentlich nicht weiß, dass man hinten liegt. Aber immerhin, man bekommt, also man muss davon ausgehen, man hat relativ effektiv gespielt und wenn jemand das Spielende einleitet, dann ist es auch okay, man hatte genauso viele Züge etc. pp. Und dann wird halt geguckt, wer besser oder wer schlechter ist. Und man muss dann halt ein bisschen schauen. Es ist halt blöd, wenn ein Spieler irgendwie jetzt die letzte Karte legt und man selber hat irgendwie noch 10 Karten auf der Hand, die man hätte gerne ausgespielt. Dann war man halt zu langsam. Das heißt, man muss auch schon so ein bisschen darauf achten, wie die anderen Spieler, ja, die Geschwindigkeit der anderen Spieler, wie die Geschwindigkeit der anderen Spieler ist. Dadurch, dass man aber auch die ganze Zeit handeln kann und auch andere Leute beim Handeln, habe ich nie das Gefühl, dass es unfassbar unbalanced ist, was so den Fortschritt der Industrien angeht. Das heißt, alle Spieler haben ja im Grunde genommen Zugriff auf alle Industrien, mal abgesehen von diesen Grundrohstoffen, aber die bringen einem alleine auch nichts, wenn man keine Industrien daraus macht oder wenig. Und dadurch, dass alle Spieler eigentlich im Grunde genommen Zugriff auf alle Ressourcen haben, kommt es auch gar nicht vor, dass ein Spieler die anderen kartentechnisch so unfassbar abhängen kann. Natürlich kann man immer ein bisschen Kartenglück haben, indem man irgendwie besonders viele Karten zieht, durch die man Karten ablegen darf. Oder man zieht am Anfang ganz, ganz viele Karten, durch die man neue Arbeiter bekommt oder seine Arbeiter irgendwie kostenlos aufwerten darf und so. Das finde ich sind sehr, sehr starke Karten, gerade zu Beginn, beziehungsweise die Ablegekarten zum Ende. Und da kann es natürlich schon sein, dass der eine Spieler dann einfach ein paar mehr Karten hatte, dadurch, dass er mehr Arbeiter gekriegt hat, oder er hat ein paar weniger Karten, dadurch, dass er viele Karten ablegen konnte, etc. Das gleicht sich, das wird nie komplett immer gleich sein, aber das ist auch okay. Und ja, aber diesen Kartenmechanismus, ich glaube, ich habe ein bisschen den Faden verloren, diesen Kartenmechanismus finde ich halt einfach wirklich sehr, sehr gelungen, weil es einfach so eine Spieldynamik, irgendwie Spieldynamik ins reinbringt, bei der man irgendwie so. Es kippt irgendwann und dann denkt man so, oh, okay, jetzt muss ich auch meine Karten loswerden. Und dann geht es dem Ende entgegen und man kriegt nochmal richtig schön dick Siegpunkte und so. Das ist schon, ja, ganz cool auf jeden Fall. Dann also ich würde sagen, das ist sogar eigentlich mein einziger Kritikpunkt, den ich noch habe, ist tatsächlich, ja, wie es produziert ist. Also ja, ich finde es sehr schön, als Anno Computerspieler habe ich mich sehr wohl gefühlt in diesem ganzen Artwork und Setting, weil es einfach wirklich sehr, sehr gleich aussieht und ich weiß halt, ich sehe, es ist Anno und es sieht gut aus. Man könnte dann sagen, das ist schlau und gutes Marketing. Ja, ist es. Ich finde es aber auch fast ein bisschen zu einfach gemacht. Und dadurch, dass sie das dort schon quasi gleichen Grafiken verwendet wurden und auch sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken über das Artwork gemacht werden musste, hätte ich dann vielleicht erwartet, dass wenigstens die Komponenten etwas höherwertiger produziert sind. Also
Ja, das Gold, das haben, glaube ich, auch schon andere gesagt. Es gibt Goldmarkern 1 und 5. Gut, die sind gleich groß, sind schwer zu unterscheiden. Wenn ich jemanden sehe, der hat da, mein Mitspieler hat ganz viel Gold, dann sehe ich gar nicht, ist das ein Einer oder Fünfer, und dann weiß ich gar nicht, ob ich das, ob ich ihm viel beim Handeln soll, weil er sowieso schon so viel Gold hat oder was weiß ich. Das finde ich nicht so ganz gelöst, gut gelöst. Und ja, die Bevölkerungssteine mit diesen kleinen Cubes hier, das ist ja. Das sind halt ja einzelne Steine, ne? Das ist, hätte man vielleicht auch noch irgendwas Cooleres nehmen können. Auch wenn das sehr gut passt insgesamt mit dem auf die Arbeits auf diese Felder legen und so. Ja, ist okay. Aber hätte ich ein bisschen cooler gefunden. Und die Plättchen, das ist auch etwas mühselig, das aufzubauen und wieder wegzusortieren. Da wäre auch irgendwie ein nettes Inlay drin gewesen, würde ich sagen, vor allen Dingen für den Preis. Ich habe es ja auch im Laden gesehen. Ja, muss man halt gucken, aber als Anno-Fan kommt man auf jeden Fall nicht drum herum, und es ist auch wirklich ein richtig, richtig gutes Kenner- bis Expertenspiel. Ich würde fast, ja, Kennerspiel würde ich sagen, Kennerspiel Plus vielleicht, wo man sich einfach wirklich das Hirn zermartern kann, wo man wirklich überlegen muss, wie man quasi seine Industrie am effektivsten aufbaut. Gerade auch dieser Kartentauschmechanismus ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, da man doch dadurch dann auch viele Synergien kriegt und dann vielleicht die eine oder andere Industrie weniger bauen muss, weil man irgendwie Karten hat, die gleichen Industrien benötigen, oder ja, Personenkarten, die sozusagen die gleichen Güter benötigen oder wollen. Das ist nicht zu unterschätzen, glaube ich. Was ich super finde, ist auch das Regelwerk ist toll. Also alles verständlich. Ich habe tatsächlich keine einzige Frage mehr gehabt, nachdem ich das erste Mal gelesen habe. Oder fast keine Frage. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal erklärt. Es lässt sich einfach auch super erklären. Da kommen eigentlich so gut wie keine Nachfragen, was einfach auch ja dem guten Regelwerk zurückzuführen ist. Weil es einfach wirklich alles sehr eindeutig und ja, klar ist, es ist nicht so kleinteilig, es sind nicht so viele Sonderlocken und so. Das finde ich sehr, sehr gut. Es gibt hier auch so eine schöne, ja, so eine Übersichtskarte mit allen Aktionen nochmal, die jeder haben kann. Sieht man vielleicht, spiegelt ein bisschen, naja. Und auf der Rückseite nochmal, ja, die Industrien, die dann zur Verfügung stehen. Habe ich bisher noch nicht gebraucht, diese Übersichtskarte mit den Industrien, aber diese Aktionskarte oder diese Übersicht der Aktionen und so, das ist halt auch super zum Erklären. Ja, passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, das war eigentlich alles, was ich zu Anno sagen möchte. Vielleicht eins noch, ich finde auch, ja, das sehr, sehr gut, dass sehr, sehr viele von diesen ja, Siegendbedingungen beziehungsweise Siegpunktekarten gibt am Ende. Das erhöht einfach den Spielreiz nochmal, den Wiederspielwert. Wir hatten zum Beispiel jetzt eine Karte, da ging es darum, dass man maximal eine alte Weltinsel erkunden darf zusätzlich, und dann hätte man nochmal 18 Siegpunkte gekriegt. Das verändert halt das Spiel enorm, weil man dann halt total wenig Platz hat. Man muss dann andauernd seine anderen Industrien überbauen. Man muss viel mehr auf Handel vielleicht setzen, viel mehr auf die stärkeren Schiffe anstatt auf die schwachen Schiffe, damit man nicht so viel Platz verbraucht für viele Handelsplättchen. Auch der Fokus der Karten, die man dann ausspielt, könnte dann vielleicht ein anderer sein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, dass man teilweise diese ja, Aktionskarten hat. Freie Aktionskarten anstatt von Siegpunktekarten, das ändert auch nochmal einiges, weil dann wird man auch ein bisschen flexibler teilweise in seinen Aktionen, wenn man halt vielleicht irgendwie Gold gegen irgendwas tauschen kann, etc. Ja, es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin auch, jede Partie macht eigentlich irgendwie mehr Spaß, hatte ich das Gefühl bisher. Und ja, kann ich nur empfehlen. Also wer so ein bisschen auf Produktionsketten und ein bisschen Optimierung steht, der schaut es sich auf jeden Fall an. Kann ich wirklich nur euch ans Herz legen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit der Rezension. Ich hoffe, es hat euch ja, gefallen. Und ja, schaut vorbei, wenn ihr bei Instagram mal seid. Da bin ich auch sehr, sehr aktiv, was Brettspiele angeht. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne und so weiter und so fort. Ich freue mich einfach über jeden Comment und über jedes Feedback. Ja, gerne immer alles in die Comments.
Und dann bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist das Wichtigste im Moment. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und viel Spaß noch beim Spielen. Bis dann. Ciao, ciao.